Geschenke haben in jeder Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Es baut Vertrauen und gibt Hoffnung. Das Geschenk mit dem Ausdruck der Liebe bezeichnet die Nähequelle, die gebende Person und weist damit auf unseren Schöpfer hin. Die Freude des Menschen an seiner Existenz wird durch das Geschenk verkündet. Ja, wir können die Liebe, die in den Geschenken enthalten ist, nicht messen. Weder an Größe noch an Menge kann ich sie erkennen, allenfalls am liebevollen Einpacken oder Überbringen, aber der eigentliche Wert ist die Liebe. Durch sie entspringt der Glanz auf dem Gesicht der Menschen, die sich beschenkt fühlen. Dieser Strahlen ist das Licht der Feier. Wir sind Gott dankbar, dass wir im Dezember wieder die Möglichkeit hatten, Familien in Not mit Lebensmittelpaketen zu besuchen. Es war so gut, die Freude in ihren Gesichtern zu sehen. Durch diese Hilfe konnte die Weihnacht wirklich anders sein, etwas humaner. Die Familien, die uns schon kennen, hofften und warteten schon auf uns, und die Freude war groß, als sie uns mit Paketen erblickten. Diese Freude kommt auf vielerlei Weise zum Ausdruck. Sie lächeln, sie weinen, weil ihnen ihre tiefen Gefühle die Tränen in die Augen treiben. Die Kinder öffnen neugierig und selbstvergessen die Geschenkspakete. Manchmal kann man nicht wissen, ob sie sich so sehr über Mehl, Zucker und was noch in der Schachtel ist freuen oder weil sie beschenkt worden sind. Natürlich über beides. Diese Familien sind arm. Für sie ist das warme Wasser, die Heizung, Badezimmer, eigene Zimmer nicht natürlich und selbstverständlich. Alles das haben sie nicht. Aber durch ihre Einfachheit gibt manchmal ein Plus. Die ehrliche Freude, die Begeisterung. Die Armut kann vielerlei sein. Viele Dinge fehlen ihnen. Und die Not kann sehr bitter sein. Es ist alles wichtig, was sie bekommen. Das ganze Geschenk, die Schachtel und alles, was darinnen ist. Das Öl, das Mehl, der Zucker, Waschmittel und so weiter. Wir sind sehr dankbar für alle, die mit Liebe gespendet haben. Sie haben diesen Armen viel Freude bereitet und geholfen, dass alle eine schönere Weihnacht hatten. Gott segne freigebig alle, die an unsere Armen denken und schön, sorgfältig mit Liebe schenken. Denn alles, was in den Paketen ist, hilft für eine Zeit viele Familien, den elementaren Mangel zu beseitigen. In dem Moment, wenn die Schachtel geöffnet wird, erhalten sie etwas, was nicht konsumiert werden kann: Liebe, Freude, Wärme und Herzlichkeit.
ich nicht alleine bin.